Okay, dann auch zum nächsten Fight. Das da oben sieht schon recht interessant aus. Kenn ich nicht, also gehe ich wieder. Nee, na ich. Nee, ich will zu dem Kämpfer hier erstmal. Na, Squitter. Erstmal den Kämpfer hole ich mir. Und dann gehe ich da rechts oben bei dieser Brücke hoch. Ah, jetzt habe ich vergessen, Morek auszurüsten. Ich wollte das jetzt machen. Warte mal, ich bin langsam, okay. Ja, gut, macht auch Sinn, weil Spinnweben, ne, verlangsamen einen. Irgendwie. Angeblich. Oh mein Gott, das ist richtig schlimm. Boah, die Combo, er hat mich einfach in die Banane gekickt. Als ob es diesen Track auch gibt, der ist so schön. Mann. Warte mal, ist die Dash Attack immer noch gleich schnell? Weil da komm ich damit schneller voran, als wenn ich laufe. Ach, Banane, Mann. Ja, okay, dann mache ich so. Verdammt. Verpiss dich. Ah, das Jetpack. Wieso musst du explodieren? Nicht mal in der Luft komme ich voran. Nee, nein! Warte mal. Nein, nein, nicht. Oh mein Gott. Okay, wenn man da ins Wasser fällt, man ist halt. Du kannst nichts mehr machen. Das ist ein bisschen dumm, aber naja. Oh, das ist halt. Das ist bis jetzt der nervigste Kampf. Bin ich tot? Nee, okay. Also, wenn man an der richtigen Stelle aus dem Wasser springt, dann überlebt man's. Natürlich, aber. Ja. Muss man halt auch erstmal schaffen. Aber ja, die Mimsels und die Andys da, die kleinen Snakes, die waren nichts dagegen. Es fühlt sich so richtig scheiße an hier, so langsam zu sein. So, komm her hier. Ich fick dich aus der Stage. Verdammt! Komm, 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 komm on. Hä? Was mit der Ananas, hä? Lass die doch Chunky Kong, Mann! Oh, das. Oh. Ich hoffe, dieser Effekt kommt nie wieder vor. Das ist richtig schlimm. Es gibt jetzt auch bei Kirby's Down B. Die Kiste, also so eine Schreinkiste aus Breath of the Wild, gibt es die nur bei der Turmstage oder überall? Ich gehe mal davon aus, dass es die nur bei der Zelda Stage gibt. Bei dem Plateauturm. Oh, endlich hat das ein Ende, ey. Klebeschutz macht immun gegen Klebeböden. Okay. Schreib ich mir hinter die Ohren. Aber nicht wortwörtlich. Ah, meine Stimme, Alter. Langsam wird's echt schmerzhaft mit dem Hals. Slashman, yo. Warte, was? Klebeboden, okay. So viel dazu. Ich wollte jetzt eigentlich auch Morek haben, aber nö. Jetzt muss ich erstmal hier. Ach, oder ist Squitter? Squitter ist ein Primärgeist. Zapgeist, meine ich. Oder? Hä, wo ist der? Hä? Ach, weil Morek nur einen Stern hat, ne? Okay, dann gehe ich zu Ryan zurück. Hä? Doch nicht? Warte, warum geht's nicht? Warum kann ich die hier nicht ausrüsten? Du verfügst nicht über genügend Feuergeister. Ja, ich will doch hier Excitebike ersetzen. Muss ich da wirklich? Oder was? Oder?
Was ist hier jetzt das Problem? Plätze 2, ach so, ja, gut. Das habe ich noch nicht gesehen. Ist natürlich jetzt doof, dann ja, muss ich hier halt echt... So. Die hier nehmen. Der Squitter ist hier. So, okay. Auf geht's in den nächsten Kampf. Oh, Mega Man-Musik, wunderschön. Boah, was ist das denn? Jetzt machen die nur Back Air, ja, ist klar. Weil das die Waffe von Slashman ist. Oh Mann. Okay, 2 von 3 sind tot, schön. Ach, ist wieder mit HP, okay. Ich hab's wieder nicht gesehen, tut mir leid. Muss man sich dafür entschuldigen, eigentlich nicht, naja. Okay. Noch voller Levelaufstieg erstmal. So, wer ist es? Jetzt bin ich gespannt. Es ist DK, okay. Ja, wie ich es gesagt habe. Ah, das wird schön, mit dem zu spielen. DK ist auch so einer meiner Lieblinge, kann man eigentlich sagen. Ja, doch. So, ich habe jetzt auch nicht auf den Effekt geachtet, aber er scheint mir ja nicht so leicht wegzufliegen. Ja, aber das war's eh schon, deswegen. Donkey Kong, willkommen im Team, ey. Davon viele Lernjuwelen. Richtig, richtig cool. Okay, dann gehe ich jetzt, wie ich es gesagt habe, hier nach oben. Zu dieser Miyu und Mayu aus Project Zero, okay. Daisy. Daisy, Daisy. Jetzt nervst du mich auch noch in Smash. Erst in Mario Kart und jetzt noch in meinem Lieblingsspiel. Also ich kann nur nicht sagen, ob das hier mein absolutes Lieblingsgame of all time sein wird, aber es ist schon gut möglich, ne? Peach ist auch hier. Okay, das sollen ja so... Also sind Schwestern oder so oder Freundinnen. Die Geister. Deswegen sind die hier auch zu zweit. Aber mittlerweile habe ich mich eigentlich ganz gut in das Spiel eingefunden, also vom Gefühl her. Klappt es mittlerweile recht gut. Ich muss halt noch diese ganzen neuen Mechaniken lernen, die zu nutzen. Zum Beispiel den neuen Perfect Shield, das wird richtig schwierig. Oder wenn man rennt, dass man hier so canceln kann in jedem Move. Muss ich mich auch noch einigermaßen dran gewöhnen. Aber das ist eine sehr geile Funktion, wie ich finde. Also die wird mir, glaube ich, sehr weiterhelfen, weil es gab... Hallöchen, was machst du denn? Es gab in Smash 4 so oft Momente. Kannst du weggehen, bitte? Gott. Es gab in Smash 4 so oft Momente, wo ich mir echt gewünscht hätte, dass ich einfach hinlaufen kann und einen Down Smash zum Beispiel einsetzen kann. Das ging da halt nicht. Zumindest nicht schnell. Aber hier schon. Und deswegen... Ich glaube, ich werde echt viel Spaß mit dem Spiel haben. Im Competitive-Sinne. Aber erstmal Charaktere freischalten, den Singleplayer erleben. Ja, das hat noch nicht so Eile. Schon so ein bisschen, ja. Aber ich will erstmal chillen. Hier kann ich nach unten, okay. Was haben wir hier Schönes? Jungle Level Tribal Style. Ein Song. Cool, okay. Also Songs findet man auch. Spectre Knight. Aus Shuffle Knight. Mit Mega Man Mucke. Okay. Ja gut. Ich glaube, ich werde jetzt auch erstmal... Stimmt, ich sollte vielleicht erstmal zu DK wechseln. Den habe ich ja jetzt bekommen.
Das habe ich irgendwie jetzt komplett verpeilt. Ihr Kämpfer. Den guten DK mit... ich nehme mal den weißen Skin, der ist auch ziemlich nice. Der pinke, den spiele ich halt so aus Spaß immer. Ja, aber der weiße ist auch ganz cool. So, kann ich beim Wissensbaum wieder irgendwas freischalten? Ja, auf jeden Fall. Schildstärke. Bei unter 30% Schaden leicht stärkere Abwehr. Smash-Bewahrer. Okay. Ja, komm, dann einfach mal... wieso geht's nicht? Achso, ich muss gedrückt halten. Ich Vollpfosten. Und, ja, das hier noch. Das teuerste einfach. Dann bin ich wieder auf Null und kann den Wissensbaum erstmal wieder ignorieren. So. Jetzt wieder gegen Richter. Oder Spectre Knight. Aus Shuffle Knight. Finde ich cool, dass es auch so Shuffle Knight Geister gibt tatsächlich. Oh, mit seiner Sense, ey. Oh! Habt ihr den Perfect Shield gesehen? Ich fange schon an hier Pro zu werden, ey. Oh, Sexy Fuß, ey! Ah, für die es nicht wissen, Sexy Fuß nenne ich DK Spec Air. Weil das einfach ein sexy Move ist, ja? Guckt ihn euch an. Bei dem Back Air. Einfach nur geil. So, okay, was ist hier? Captain Kuttelfisch von wo bist du? Splatoon, okay. Hier ist halt so ein Häuschen, wo man bestimmt hinein kann. Und hier, da ist dann wieder dieser Schalter. Na gut, ich glaube, ich werde tatsächlich mal versuchen, in dieses Haus da reinzukommen. Was es denn dort Schönes gibt? Mi Boxer, ja moin! Hey, was ist denn das für eine Stage? Ich glaube, das ist eine Yoshi's Island Stage. Ah lol, der hat hier dieses Mi-Kostüm an, ich habe den noch gar nicht angeguckt. Nur auf die Stage geachtet. Oh, geslappt, Alter. Ja, ich glaube, das ist eine Stage aus Yoshi's Island, oder? Aber die ist neu, glaube ich. Ich kenne die gar nicht. Komplett neu. Okay. Annenbow. Oh mein Gott. Ja, die Stage gibt's auch wieder. Du kannst nun in den Aktivitäten Captain Kuttelfisch besuchen. Alles klar. Geisterdojos 1? In Geisterdojos können deine Primärgeister neue Kampfstile erlernen. Auf diese Weise kannst du sie spezialisieren und es mit neuen Gegnern aufnehmen. So ein Fleckmon. Erlernte Dojo-Stile sind keineswegs in Stein gemeißelt, sondern können jederzeit geändert oder vergessen werden. Lass deiner Experimentierfreude also freien Lauf. Okay, so ganz verstehe ich jetzt nicht, was die hier von mir wollen. Ahoi und willkommen, ich habe schon auf dich gewartet. Schau her, das hier geschieht mit Geistern, die meinen Stil lernen. Achso, okay. Also jeder Charakter hier, der hier sowas beibringt, hat einen eigenen Stil. Angriff in der Luft und Spunker. Ja gut, ich bin halt ein Luftkämpfer, würde ich jetzt sagen. Deswegen ist das hier ziemlich kacke. Was darf sein? Nö, gar nichts. Tschüss. Wenn da die Angriffe in der Luft schwächer werden, ist das für mich ein bisschen kacke. Was ist das hier? Wiggler. So ein komischer Wald. Bei hohem Schadenswert steigt die Angriffskraft des Gegners. Dieser Move, Alter. Ah, Smash, bestes Spiel, ey. So, Smash ist an sich das einzige
Spiel, wo ich rumschreie, ja? Weil ich irgendwas Cooles gemacht habe. Also bei anderen Fighting Games denke ich mir halt, okay, war cool. Aber bei Smash, da lache ich halt, da schreie ich rum. Weil Smash, ich weiß nicht, es hat irgendwas an sich, was es richtig Hype macht, ja? Ich glaube, das kann jeder bestätigen. So, was ist das hier jetzt? Ein Wald. Nebel. Hier ist ein Fighter. Hier ist noch einer, okay. Sieht cool aus. Optisch. Geisterpunkte, okay. Ich weiß immer noch nicht, wofür die gut sind. Björn und Rosina. Kann ich auch gar nicht erkennen, wo hier die Wege hingehen. Wegen dem Nebel. Schwache Schwerkraft, alle bleiben länger in der Luft. Klingt doch lustig. Ich bin bereit, yes. Lass mal gucken. Okay, ist nicht ganz so schlimm. Ganz so schlimm, wie ich mir gedacht hätte. Ice Climbers sind ja auch, ja, ein neu alter Charakter, Alter. Der hat mich da fast gekillt, Alter, wie viel Damage? Okay. Warte, was? Das hat er fast gar kein Damage gemacht. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit nur hier Nana getroffen, die ja keinen Schaden bekommt. Oh mein Gott, ist das scheiße. Also hier die hellblaue oder graue. Oder ist es Popo? Kann's bei dem Kostüm nicht sagen, weil das ist ja von Kostüm zu Kostüm unterschiedlich. Welcher Ice Climber der Haupt Climber ist. Aber ja, ich habe ja gut komplett verkackt. Einfach so die ganze Zeit und dann kein Damage. Also ich habe nicht gesehen, ob's kein Damage war. Aber ich gehe mal davon aus, wenn es wirklich so war, wie ich dachte, dann... Mann, die sind aber auch... Was zum Teufel? Lol. Die hauen ja komplett rein. Die machen auch richtig viel Damage. Habe ich das Gefühl. Mein Curry. Ah, ich hab den fucking Lipstick hier in der Hand. Geh weg. Oh. Okay, okay. Verdammt, die Schwerkraft hat mich gerade... gefickt. Nein. Schon. Okay, okay. Mal gucken. Ich will diesmal nicht den anderen treffen. Warte. Ja, ist der richtige. Okay. Das sieht man immer daran, dass Com über ihm steht. Und verpiss dich, Mann! Oh, meine arme Stimme, mein armer Hals. Aber das Spiel ist einfach so Hype. Links Hylia Schildkranke, Schoße abwehren. Ich weiß. So, wer ist es? Da kannst du. Ja gut. Ja, natürlich kämpfe ich gegen ihn. Ja, ja, ein bisschen dumm, wenn nicht, aber da kannst. Das werde ich auch spielen, gleich, ja. Die Stage sieht ein bisschen komisch aus, aber... Ja, muss er sein. Es sind jetzt alle Omega-Formen. Von der Form her genau gleich wie Final Destination. Also muss das ja so aussehen. Ich wollte schon fast sagen, ich bin so dumm, weil ich so weit nach unten gehüpft bin. Und dann passiert sowas. Oh Mann. Okay, da kann's. Ja. Spiele ich jetzt nicht so gern, aber ich kriege ihn durch Random
kämpfe immer ziemlich oft und deswegen kann ich den einigermaßen. Aber ja, ich werde ihn mal spielen. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass den so viele von euch sehen wollen. Aber was soll's. Weil wir hier immer erstmal die Köpfe laden müssen. So, ich nehme mal den Dalmatiner-Skin. Kommt, by the way, von dem Disney-Film. Nee, Spaß, natürlich nicht. Dalmatiner gibt's schon auch im echten Leben.